Manuel Höferlin, Sie sind Mitglied der Enquete-Kommission und haben sich intensiv auch mit dem Thema Internetsperren auseinandergesetzt. Warum sollten wir Inhalte löschen, anstatt sie zu sperren? Nur wer Inhalte löscht, wer die Abbildungen von Kindesmissbrauch löscht, tut effektiv etwas gegen die fortgesetzten Missbrauch der Kinder. Es geht ja darum, dass die Abbildung der Tat entfernt wird, dass dieses verlängerte Tat auch wirklich aus dem Netz entfernt wird. Dazu haben wir verschiedene Methoden. Es geht darum, wo diese Bilder liegen. Wir müssen gucken, dass die Strafvermittlungsbehörden den Ort schnell, effektiv ausfindig machen und dann eben eine Löschungsaufforderung losschicken. Und nur wenn diese Inhalte auch wirklich entfernt werden, die Täter dahinter dingfest gemacht werden, dann können wir auch wirklich davon sprechen, dass wir effektiv handeln. Jetzt gab es Berichte, dass das mit dem Löschen gar nicht so einfach ist, dass es sehr schwierig sein kann. Wie könnte man effektiver löschen? Es geht im Kern darum, dass wir die Wege, wie die Löschanforderungen von den entsprechenden Ermittlungsbehörden zu den Providern geht, optimieren. Da hat das BKA zum Beispiel jetzt im Juni erst abschließend eine Methode entwickelt oder schriftlich festgehalten, wie mit den Beschwerdestellen umgegangen wird. Das muss jetzt einer genauen Beobachtung unterzogen werden, wie diese Wege funktionieren. Da geht es natürlich auch darum, dass wir die Wege ins Ausland optimieren. Vielleicht ist es dort auch nötig, dass zwischen den Staaten das optimiert wird, dass wir technisch zwischen den einzelnen Stellen Wege schaffen, schnelle Wege schaffen, dass die Löschanforderungen dort auch ankommen. Und was ich enorm wichtig finde, ist, dass wir natürlich auch in der Lage sind, eine Statistik nachher zu haben, um zu sehen, wo die Schwächen sind. Das ist auch der Grund, warum wir in der Koalition vereinbart haben, dort effektiv voranzugehen. Das Bundesjustizministerium und auch wir hier im Bundestag arbeiten an Ideen, wie man das in Form eines Löschgesetzes zum Beispiel normieren kann, um dort effektiver zu werden. Und wenn das Löschen jetzt nicht funktioniert, Sie haben den Punkt Ausland angesprochen, sollte man dann die Inhalte sperren als letzte Notlösung? Die Frage ist, wie wir die Sperren einzustufen haben. Es hat sich in der Vergangenheit ja gezeigt, dass Internetsperren bei solchen Seiten, da geht es ja vor allen Dingen um Inhalte im World Wide Web, sehr leicht umgangen werden können, dass diese Methode sehr ineffektiv ist, dass sie sogar gefährlich ist, weil durch die Sperrlisten, die früher oder später in der Regel an die Öffentlichkeit gelangen, regelrecht ein gelbe Seiten der Inhalte erstellt wird. Und da ist dann schon die Frage, ob man eine Methode, die man als ineffektiv, als leicht zu umgehen, ja vielleicht sogar als gefährlich einstuft, als Ersatzmethode verwenden sollte. Ich finde nicht. Ich finde, wir sollten alle Kraftanstrengungen verwenden, um wirklich effektiv die Kindesmissbrauchsdarstellungen zu entfernen und diesen fortgesetzten Missbrauch der Kinder dann auch zu beenden. Herzlichen Dank. Gerne.